Das ist natürlich nochmal ein netter Deagle-Shot von Fabuli. Der ist nochmal auf der Suche nach dem Treffen. Das ist einfach überragend. Hier in Short war es, glaube ich, mit der dicken Schelle. Aber jetzt finisht man das ganz gut. Letzter Mann ist Gebäck, der Short steht. Der jetzt da rein rotiert, kommt nochmal ein mitnehmen. Kann aber Vogel. Wie viel Zeit kann er rausholen? Oh, die Bombe kommt, Short. Er kriegt einen, Jules. Jules hat die. Er hat die Bombe. Er macht sogar noch zwei weitere. Das ist der typische Jules. Wie hat er das jetzt gemacht? Der zaubert da zwei hin. Und auf einmal, Hani mit der Pistole kriegt den nächsten. 1 gegen 2 jetzt. Albio hat aber die bessere Waffe. Hat die AK, hat die Armor, hat aber nicht die Bombe. Hani kann da jetzt schon mal ordentlich Damage machen. 1 gegen 1. Und damit genug Zeit für alle Mann rein zu rotieren. Und dann hier einfach zusammen das Duell zu suchen. Das kriegt man jetzt, den HE kommt rein. Flashy kriegt den Kill. Was macht er denn da? Spirenzien, damit er. Hallo, was passiert? Das sieht tatsächlich nach einem A-Rush aus. Sowas sieht man auch nicht häufig. Aber das ist die Jules-Time. Jetzt ist er da mit der AWP, holt sich den ersten Frag, hat Flashy als Support, aber den braucht er gar nicht. Macht den nächsten Frag, Flashy, viel Damage durch die Smoke. Und Jules, der geht einfach rein. Der macht den Lockdrop fertig, geht auf den nächsten und jetzt ist er down. Ah, Flashy ist immer noch da. Jetzt ist die Rotation da. Der 3K, der reicht völlig aus. Obwohl sich Mogel nochmal zurück in die Runde holt. Fabuli auch. Beide jetzt low. Aber trotzdem mit den Frags. Dafür Vogel auf der Flank. Macht den ersten Frag. Hat der Mogel gespottet? Ja, hat er. Und